Pass auf dich auf, wenn du auf Motaro Okose an Land gehst. Ich fürchte, dass nichts an der Insel mehr heilig ist. Mit einem Seufzen faltet der Prinz Arui das Tuch ehrfürchtig zusammen. Prepare yourself for a hard voyage northeast of Nakataka. Motaro Okose is nestled in the core of Rokuhu Islands, in the midst of a landmass that resembles a storm, like the fall of Ukaizo locked in time. Bereite dich auf eine anstrengende Reise in die Region nordöstlich von Nakataka vor. Motaro Okose ist eine der Kuao Orui-Inseln. Diese Inseln ruhen in Mitte der Landmasse, die an einen Sturm erinnert. Das ist wie der Fall von Ukaizo, für ewig eingefroren in der Zeit. Arui beißt sich auf den Daumennagel und wendet sich ab, völlig in Gedanken verloren. Certain death it is, then. Dann ist es also ein sicherer Tod. So, was haben wir Neues, Altes und Erledigtes? Das ist Hauptquest. Das ist Bestie des Winters, das ist klar. Das ist Motaro Okose, die Schatten von Nakataka. Das muss ich auch noch machen. Prinz Arui hat eine Expedition ausgesandt, um Motaro Okose zu untersuchen, eine Insel, die zur Zeit Ukaizos als Zufluchtsort diente. Arui glaubt, dass der Standort des verloren gegangenen Ukaizos irgendwo auf der Insel aufgezeichnet sein könnte, doch seine Expedition ist nicht zurückgekehrt. Er braucht jemanden, der herausfindet, was mit den Expeditionen passiert ist und die Informationen, die jene gesucht hat, findet. Die Handelsgesellschaften werden zweifelsohne ihre eigenen Truppen aussehen, um das Gleiche zu tun. Motaro Okose liegt eingenistet in der Inselskette Kuao Rikuhu, eine lange Fahrt nordöstlich von Nakataka mitten einer Landmasse, die wie ein Sturm geformt ist. Ein lokaler Topograf hat diese Insel entdeckt. Atepo ist bei einer Lila-Statue westlich des Thronsaals des Palasts. Ja, mit dem könnte ich mal reden, kurz bevor ich hier rausgehe. Gildenmeisterin, das ist noch so eine Sache. Das sollten wir demnächst mal in Angriff nehmen, jetzt da wir eine Prinzipi-Flagge haben. Handelsbedingungen, das ist Pokukara, KH. Kuao Rikuhu, da muss ich eh hin, wenn ich noch die andere Nebenquest machen will. Das mit der Besela-Maschine ist so eine Sache. Das ist Pokukara. Das ist der Flussdrache, den muss ich auch irgendwann mal im Port, südlich vom Port Ma hier töten. Bittere Medizin ist klar. Pokukara, das ist, gehört zu der Tikawara-Quest. Da könnte ich vielleicht noch mit Pitli reden, sobald ich die Medizin habe. Der Ruf des Horns, das bin ich gerade dabei. Familienstolz, das schiebe ich ganz weit hinten an. Genau wie die Kammer des Erzmagiers. Das ist mit Tikawara verbunden. Das mit den Masken, da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ich früher oder später reinrenne. Die Grabkammer, das kann ich machen, sobald ich mal wieder in Dings bin und das sind Kopfgeldjägeraufträge. Tahee. Insel Krummsporn. Und das ist auch Kuarikuru. Ja, Kopfgeldjägeraufträge, die kann ich mal alle so peu à peu abklappern. Aber erstmal will ich das fertig machen, wo ich gerade dabei bin. Hi Kumpel, was kannst du mir über die Inseln sagen? Der sonnenverbrannte Huana sieht die von den zerknüllten Pergamenten seiner Hand auf und betrachtet sich sorgsam. Er sieht auf, nicht mich auf. Atepu, drawer of maps. I have nothing to sell unless you are needing something else. Atepu, Zeichner der Karten. Ich habe nichts zu verkaufen oder wolltest du etwas anderes? Er räuspert sich und rollt das Pergament mit einem schnellen Drehung seiner Handfläche auf. Du bist der Kartograf, der Motaro Okose entdeckt hat, oder? Du musst viel auf deinen Reisen gesehen haben. Hast du jemals einen Hinweis auf Ukaizo gefunden? Leb wohl. Nehmen wir die Eins. Was ich entdeckt habe, wird sich noch zeigen. Ein vorsichtiges Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. The Sanctuary Isles were thought to be lost beneath the waves. If I stumbled upon one, I can think of worse finds to credit my name.
Man nimmt an, dass die heiligen Inseln unter den Wellen verloren gegangen sind. Über so eine zu stolpern kann einem einiges an Ruhm einbringen. Ja, erzähl mir von den Inseln. Our ancestors marked off specific islands across Deadfire as rallying points in case a great misfortune split up the tribes. Even they could not have guessed how important the isles would become. Unsere Vorfahren haben bestimmte Inseln im Todesfeuer als Versammlungspunkt markiert. Sollte ein großes Unglück die Stämme auseinandertreiben. Selbst sie hätten nicht wissen können, wie wichtig diese Inseln werden würden. Some thousands of years ago, volcanoes, storms and quakes shook the archipelago. Any one of those do happen, but never with such ferocity or all at once. Vor tausenden von Jahren wurde das Archipel von Vulkanausbrüchen, Stürmen und Erdbeben heimgesucht. Eine Sache davon tritt immer ein, aber nie mit solcher Stärke oder alle auf einmal. Ja, wenn es das ist sozusagen Ragnarok Special Variante, wenn überall im Archipel Vulkane ausbrechen, überall Stürme herrschen und es ziemlich viele Erdbeben gibt, wobei Vulkanausbrüche und Erdbeben gern mal zusammenhängen. Also wenn Vulkane richtig ausbrechen. ja, und das kann natürlich ein ganzes Archipel über den Haufen werfen. The Juana survived by taking shelter on the Sanctuary Isles to save our society and not just any one tribe. Die Juana haben überlebt, indem sie auf den heiligen Inseln Zuflucht gesucht haben. Um unsere Gesellschaft zu retten und nicht irgendeinen Stamm. Since those days we have not found any of the old Sanctuary Isles. Ngati took some beneath the waves, taking whole tribes with her. Others were lost to time and forgetfulness. Seit jenen Tagen haben wir keine der alten heiligen Inseln gefunden. Ngati hat einige unter das Wasser gezogen und dabei ganze Stämme mit sich genommen. Andere gingen mit der Zeit verloren oder wurden einfach vergessen. I am told that the Wahaki are protective toward the Isles, but that is their business. Mir wurde gesagt, dass die Wahaki die Inseln schützen wollen, aber das ist ihre Sache. Atepo zuckt mit den Schultern. Das sind die Wahaki. Ein aggressiver und isolatonischer Huana-Stamm. Ah ja, die Huana-Variante der Ingvitaner. Oder Galloways Reißziehen, um genau zu sein. Das war jetzt gerade was aus Pillars of Eternity 1. Ja, wie hast du diese Entdeckung gemacht? Ich war die Wasser around in Atoll. When a storm dragged my ship off course, the waters were unknown to me. When a green fleck appeared in my spyglass, I unfurled my sail. Ich habe die Gewässer rings um mein Atoll vermessen, als ein Sturm mein Schiff vom Kurs abbrachte. Die Gewässer waren mir unbekannt. Als ein grüner Flecken durch mein Fernrohr zu sehen war, habe ich mein Segel entrollt. The shore twisted around itself, confusing even this old navigator until I found myself at the center. Das Ufer hat sich um mich selbst gedreht und selbst diesen alten Navigator verwirrt, bis ich mich im Zentrum befunden habe. I did not make it far up the beach before I spotted signs of habitation. Marking my coordinates and orienting myself by the evening sky, I made for Nekitaka to tell the crown of my findings. Ich war nicht weit über den Strand gelaufen, als ich Anzeichen von Bewohnern entdeckte. Ich markierte meine Koordinaten, orientierte mich anhand des Abendhimmels und machte mich auf den Weg nach Nekataka, um der Menge von meiner Entdeckung zu berichten. Du erwähntest, dass ganze Stämme untergingen. Understand. The Deadfire was broken. The lives lost could not be counted. And more has been forgotten than may ever be remembered. Verstehe, das Todesfeuer war gebrochen, die verlorenen Leben konnten nicht gezählt werden und mehr wurde vergessen, als man jemals erinnern kann. Imagine how much history we lost in a single year, much less the millennia that followed. Whatever our people hoped for themselves, we may never know if we got it right or wrong. Stell dir mal vor, wie viel Geschichte wir in einem Jahr verloren haben, geschweige denn in den nachfolgenden Jahrtausenden. Was auch immer unser Volk sich erhoffte, wir werden vielleicht nie wissen, ob wir es falsch oder richtig gemacht haben. Ja, wenn ich zu dieser Insel gelangen würde, was könnte ich dann finden? Den Tod. Atipo blickt steil in die Ferne, sein Gesicht verliert an Farbe, bis er deinen Ausdruck bemerkt. I did not mean to frighten you. These islands have known great tragedy, and millennia have passed in cheerless silence. Ich wollte dich nicht erschrecken. Diese Inseln haben große Tragödien erlebt und Jahrtausende sind seitdem in freudloser Stille vergangen. Should you land on a sanctuary isle, do not expect to find welcome. Solltest du auf einer heiligen Insel landen, erwarte kein herzliches Willkommen. Zurück zu meinen anderen Fragen. If we must. Ah, wenn wir müssen, er bittet dich mit einer geduldigen Geste fortzufahren.
I will not deny curiosity. Ah. Ja. If we must. Du musst viele von deinen Reisen gesehen haben. Hast du jemals einen Hinweis auf Okaizo gefunden? Allein das Wort bringt ihn schon dazu, schnell und aufmerksam die Ohren zu spitzen, auch wenn sich seine Lippen zu einer schmalen Linie zusammenpressen. There is not a Juana in all of the Deadfire who does not take to the open water, hoping to catch a glimpse of the lost Okaizo. Es gibt keinen Juan im gesamten Todesfeuer, der sich nicht auf das offene Wasser trauen würde, um einen Blick auf das verlorene Okaizo zu werfen. Er seufzt. If I could walk the beaches of our ancestors, take a fleeting glimpse of what they left behind, mine would be a life well lived. Wenn ich auf dem Strand unserer Vorfahren spazieren könnte, einen flüchtigen Blick auf das werfen könnte, was sie zurückgelassen haben, dann wäre mein Leben ein erfülltes. Was hoffst du auf Okaizo zu finden? The same thing we all hope for. Answers to the long silence that precedes our history. Who we were could tell us who we are. Das gleiche, auf das wir alle hoffen. Antworten auf das lange Schweigen, das unserer Geschichte vorausgeht. Wer wir waren, könnte uns verraten, wer wir sind. But if I am being selfish, maps, charts. Our ancestors were keen explorers. And a roll of their parchment could teach us more than what we have gathered in the last century. Aber wenn ich eigennützig bin, Karten, Seekarten. Unsere Vorfahren waren kühne Entdecker und eine Rolle ihres Pergaments könnte uns mehr lehren, als wir im letzten Jahrhundert zusammengetragen haben. Gut, dann leben wir wohl. Wir haben einen Nachtrag in der Quest. Lauter Tempo beschützen die Wahiki, die heiligen Inseln, mit aller Kraft. Okay, da sind wir schon mal vorgewarnt, dass wir uns wieder mit Wilden rumprügeln müssen. Oh, und wir haben noch was mit Tekeo zu bereden, sehe ich gerade. Du erwischst Tekeo dabei, wie er in deine Richtung schaut. Rasch konzentriert er seinen Blick auf etwas anderes und streicht seine Haare zurück, als er bemerkt, dass du ihn ansiehst. Ist dir etwas eingefallen? Gibt es etwas, das der Wächter nicht sieht? Tekeo grinst, aber der Ausdruck schnell wieder. Wir haben beide gesehen, das Worst der Stadt. Wie die Ruparu cluster wie Seeratten. Wir haben beide das Schlimmste der Stadt gesehen, wie sich die Ruparu wie Seeratten sammeln. Tekeo bewegt seine Hand unbewusst zu seinem Bauch. Without Delver's Row, Onikaza must work harder to deserve the trust of the Ruparu. Ohne die Graberstraße muss Oneska härter arbeiten, um das Vertrauen der Ruparu zu verdienen. How did the stone walls and paved lanes of Nekataka divide us so? Wir konnten die steinernen Mauern und die gepflasterten Wege von Nekataka uns so teilen. Er seufzt und schüttelt den Kopf. You have walked the length of Nekataka's spine. How would you serve the needs of all these people at once? Du bist die Länge der Wirbelsäule von Nekataka abgelaufen. Wie würdest du den Bedürfnissen all dieser Leute gleichermaßen gerecht werden? Ich würde mit dem anfangen, was da ist, und ein besseres System finden. Ich würde die Leute ihr Leben führen lassen, wie sie es für angebracht halten. Ich würde bei einem neuen Plan für die Stadt mitarbeiten. Ich würde mich da heraushalten. Wenn ich versuchte, was zu reparieren, macht es auch nicht aus Versehen kaputt. Ich würde bei einem neuen Plan für die Stadt mitarbeiten, würde ich sagen. Denkst du, dass etwas in dem großen Pattern von Nekataka nicht mit dem Juana Way? Du denkst, dass etwas in Nekatakas großem Ganzen nicht mit dem Weg der Juana übereinstimmt? Tekeo nickt und zupft geistesabwesend an einem seiner Haare. Er scheint sich momentan vollständig in sich selbst zurückgezogen zu haben. Auf einmal kommt der Pump wieder zu sich und bedenkt dich mit einem Lächeln, das gleichermaßen aufrichtig und anstrengend wirkt. Ich hatte Schwierigkeiten, in Perikis Aussichtspunkt Ansichten wie deine zu finden. Ein Teil der Anschwörung verlässt Tekeos Schultern und er sieht sich bei größer. Er steht sich bei größer da als zuvor. Ich habe da noch Fragen. Du hast Fragen, Ikera, ich habe Antworten. Tekeo öffnet die Hand und bedeutet dir, frei zu sprechen. Die Königsfamilie der Kahanga scheint dich sehr zu mögen. Wo hast du gelebt, bevor du nach Nekataka gekommen bist? Erzähl mir etwas über das Wasser vom Tekeo. Nehmen wir mal die 1. Between the crown and the guild, Nekataka has high hopes for Ngati's chosen son, I say. Nekataka hat große Hoffnung für Ngatis auserwählten Sohn. Beschützt auch die Gilde und die Krone, behaupte ich jetzt einmal. Tekeo überlegt und streicht dabei seine Haare mit beiden Händen zurück. Wenn Ngati mich nicht gesegnet hätte, dann... Ich sage, die Gottes hat mich berührt, für mehr als eine Tribe, glorifying one island.
Ich sage, die Göttin berührt mich wegen mehr als einem Stamm zu bereichern, eine Insel zu verherrlichen. Tekeo beißt sich auf den Daumennagel und seufzt. Du gibst den Leuten Hoffnung, Tekeo. Du Armer, erschöpft von der ganzen Bewunderung. Ich kann erkennen, dass du niemandes Retter sein willst. Von Zeit zu Zeit fühlt sich jeder unterschätzt. Nehmen wir mal die drei. Yes. Kera, ja, Tekeo atmet tief ein und nickt. Er kostet deine Worte aus. Ich sage, es ist mir, Tekeo. And there is the Takehu others would make like a coconut husk doll.